den Rocky Mountains, also an den, aus dem Weg zum Rocky Mountains. Und zwar Richtung Jasper. Die letzten zwei Nächte haben wir in Kamloops verbracht. Das war jetzt nicht so grandios, deswegen haben wir es genutzt, um einfach mal ein bisschen zu chillen, denn ist ja schon ein bisschen anstrengend, so ein Roadtrip, wenn man den richtig durchzieht, wie wir das tun. Deswegen haben wir heute einen Fahrtag, besuchen auf dem Weg noch ein paar coole Sachen, ein paar schöne Stops. Und wir sind ganz gespannt auf Jasper, denn es ist, ja, es verspricht viel Natur, viele Tiere, Wölfe, Bären, Moose, also so eine Elche, alles sowas. Wir sind ganz doll gespannt, was kommen wird. Erster großer Stopp hier bei den Rear Guard Falls. Und zwar haben wir im Reiseführer gelesen, dass das eine gute Stelle sein soll, wo die Lachse jetzt schon Anfang Oktober herkommen, um flussaufwärts zu schwimmen. Und Maria hat herausgefunden, dass diese Lachse einen Weg auf sich nehmen von 1400 Kilometer, um hier eine Stelle zu finden, wo sie ableichen können, damit da Kinder entstehen und dieses alles. Vielleicht sehen wir welche, wir checken das mal aus. Leider noch keine Lachse getroffen, dafür waren wir wahrscheinlich ein bisschen zu früh, aber wir sind jetzt noch mal 9 Minuten weitergefahren, nämlich zum Mount Robson Visitor Center. Und der Mount Robson, was soll ich sagen, der ist einfach nur schön mit anzusehen. Einfach nur herrlich. Jetzt geht's weiter, wir fahren immer mehr Richtung Alberta Grenze und in Alberta, so sagt man ja. Alberta. Verlassen wir dann British Columbia und fahren rüber nach Alberta. Richtig. Und in Alberta wird erstmal die Uhr umgestellt. Und es soll auch nicht so teuer sein. Und als drittes sind wir auch vor allen Dingen gespannt, ob sich das irgendwie unterscheidet. Ja, weil in Australien war es auch so, dass man an manchen Regionen, die waren halt einfach, hatten einen anderen Vibe. Und wie das hier ist, von British Columbia nach Alberta. Wir sind drüben, die Uhr ist eine Stunde Richtung Deutschland gestellt, sozusagen von 17 auf 18 Uhr. Wenn es jetzt 14 Uhr wäre, würde man auf 15 Uhr stellen, je nachdem in welcher Zeit ihr gerade seid. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde bis nach Jasper und Maria hat schon im Reiseführer gelesen, was in Jasper so alles abgeht. Und ich glaube jetzt mal, mich weit aus dem Fenster zu lehnen, um zu sagen, es wird einfach episch. Ein bisschen Maple Syrup.
Wir haben heute eine Nacht unplanmäßig im Hotel geschlafen. Um 9:30 wollten wir in unser Airbnb, aber der Tourcode hat nicht funktioniert. Also es sollten die letzten 4 Zahlen meiner Telefonnummer sein, waren sie nicht. Wir sind dann um 10:30 oder so hier ins Hotel. Der Airbnb-Support hat auch nicht geholfen. Wir haben um 10:10 angerufen, dann hat sie 9:05 geschrieben, ihre Schicht endet. Ja, danke schön. Und dann haben wir nichts mehr gehört. Gibt's erstmal Frühstück und dann versuchen wir nochmal ins Airbnb zu kommen und wurden auch auf eine Pizza von der Gastgeberin eingeladen. Und sie erstattet natürlich die Hotelkosten. Das muss immer einmal passieren auf unserer Reise mit der Family. Herzlich willkommen in Jasper Nationalpark. Erster Eindruck, richtig, richtig nice. Also es ist einfach nur so, wie man sich Kanada vorstellt. So die ganzen Seen und Flüsse links und rechts von der Straße schon und diese riesen Bergmassive, die hier links und rechts von uns sind, fetzt auf jeden Fall schon. Und wir haben, glaube ich, schon einen Moose zu sehen an der Straße oder zwei. Und Bären unterwegs auch schon wieder. Also es und kann, Kojoten. Und Kojoten, genau. Es kann nur besser werden. Lake, also der dritte See von den 5 Seen. Das ist nämlich der Valley of 5 Lakes Walk. Ziemlich nice. Die Seen sind richtig schön blau und klar. Und der Himmel ist blau, die Bäume sind grün. Die Berge sind grau. Ist quasi auch schon der Beginn des Icefield Parkway. Nicht zu verwechseln mit Parkway Drive. Genau, der ist in Byron Australien. Bay. Hier sind 5 Lakes, deswegen heißt es ja Of the 5 Lakes. Wir haben aber herausgefunden, dass man aus Blickgründen und Weggründen lieber falsch rumgehen sollte. Das heißt, man fängt bei 5, 4, 3, 2, 1 an. Jetzt ist hier irgendwo die Mitte. Das ist See Nummer 2. Das ist See Nummer 2, aber unser 4. Ja. Ja. Zweiter Lake. Zweiter Lake. Ist ein bisschen confusing, aber you get the point. Das ist nochmal See Nummer 4. 3. 3. Lake Nummer 1 auf unserer Liste? Auf unserer Liste 5. Das ist unglaublich. Die Farben, das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig einfangen mit einer Kamera, wie es wirklich aussieht. Und das Wetter ist noch richtig gut heute. Und ich glaube, durch die Sonne sieht es noch mal krasser aus. Schmeckt. Ich probiere das selber. Ich denke, das ist so lecker. Das ist super lecker, aber ich will es nicht.